So, servus und hallo zu einem neuen Vlog hier aus der ZS Gloss Factory. Freut mich, dass du wieder am Start seid. Ja, wie der Titel wahrscheinlich schon verraten hat, haben wir wieder ein bisschen was Spezielles da. Und der den Kanal verfolgt, weiß, dass ich ja schon sehr BMW-affin bin und auch sehr viele BMWs immer da habe. Und vor allem auch M2 ist natürlich bei mir schon die letzten Monate, Jahre immer wieder Thema waren. Ich das Auto auch, egal ob jetzt der normale M2 oder auch das Competition-Modell, schon feier, muss ich ganz klar sagen. Es sind einfach coole Autos. Und natürlich ist es jetzt für mich umso schöner, wenn wir hier mal jetzt die absolute Speerspitze oder die absolut maximale Ausbaustufe des M2 jetzt hier haben zum Veredeln, und zwar einen BMW M2 Clubsport. Wie man hier schön im Hintergrund sieht, schönes Hockenheim Silber. Ich weiß, es werden einige sagen, oh, den gibt es auch in diesem Misano Blau. Ja, ist bestimmt auch eine Farbe, die jemandem gefallen kann. Also mir persönlich gefällt sie nicht, Misano Blau, weil ich finde es einfach zu hell. Ist ein zu heller Blauton für mich persönlich. Aber wie gesagt, sind die Geschmäcker verschieden. Das wäre halt die Farbe, die es halt nur auf Clubsport gibt. Hockenheim Silber gibt es halt auch auf dem Competition Modell. Ja, wenn jetzt einige sagen, warum nimmt man nicht die Sonderfarbe? Wie gesagt, mir gefällt Misano Blau jetzt auch nicht so gut. Den besitzt ein guter Kumpel von mir auch nicht. Und ja, Hockenheim Silber ist für mich einfach aktuell eine der schönsten Farben, die BMW hat. Und da ist es natürlich dann auch naheliegend, dass man dann auch die Farbe nimmt. Auch wenn es die Farbe bei anderen Modellen auch gibt aus der M2-Reihe. Zum Auto werde ich dann vielleicht später noch was sagen. Wenn wir dann fertig sind, werde ich so ein paar, denen es interessiert, ein paar Unterschiede zeigen, ein paar Gimmicks zeigen, was das Auto hat, was bei dem Auto sehr besonders ist. Der Wagen ist jetzt, glaube ich, 3-4 Wochen alt. Hat gerade einmal die Einfahrkontrolle hinter sich, also knapp 2000 Kilometer jetzt runter, wurde in der Welt abgeholt und ja, also man kann jetzt mal ein paar Bilder einblenden, wie er aussieht. Also erstens mal ist es natürlich auf Hockenheim Silber immer schwierig, Defekte zu erkennen, aber es ist auch definitiv nichts drin oder fast nichts drin. Also das ist wirklich vom Auslieferungszustand her perfekt. Das Einzige, was das Modell jetzt hat, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt jeder hat oder nicht. Auf jeden Fall, dieses Modell hat ja auch als einziges M2-Modell eine Carbonhaube. Und da sind Hologramme drin. Wie man jetzt hier vielleicht auch gut sieht. Nicht mega schlimm, alles oberflächlich. Weiß jetzt nicht, woher das entsteht, ob die separat lackiert wird und dann mit der Hand lackiert wird. Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht sagen, was Carbon ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall auch nicht dramatisch. Wie gesagt, sollte man ohne Probleme in einem Step entfernen können. Hier und da ist mal ein kleineres Swirl drin, aber auch alles nicht so wild. Das Einzige, was der M2 jetzt hier hat, der hat hinten auf dem Heckteil, Heckschuhstange, teilweise auch noch auf dem hinteren Kotflügel so schwarze Pickel drauf, also der M2 ein bisschen Auswurf. Scheint aber normaler Rußpickel, Teergeschichten zu sein, also wirklich nichts Dramatisches. Werde ich da noch wegkneten. Und dann sollte das auch weg sein. Ja, wie wir vorgehen, relativ unspektakulär. Ja, jetzt werden wieder einige sagen, der kann nur Neuwegen machen. Aber in dem Fall ist es auch wirklich jetzt nicht. Nee, Spaß. Es ist jetzt dann wirklich mehr notwendig. Wir werden jetzt hier auf der Excenter, auf der Duetto, die Mensana 3.5 fahren. Nee, 3.8. 3.5, 3.8. Ich weiß es nicht. Einen von beiden. Ich glaube, die 3.5 habe ich da. Und ja. Weiche Pads, also gelbe Pads von Rupes, wenn wir nehmen. Und dann sollte die ganze Geschichte auch gut funktionieren und auch gut ausschauen. Und ansonsten, der Wagen soll einmal komplett alles bekommen. Also wir werden den Lack machen, wir werden die Carbonteile machen, die Felgen, die Bremssättel, die Scheiben, den Endtopf sogar. Da werde ich auch später dann was zu sagen, wenn wir fertig sind. Und will jetzt auch gar nicht so viel Vorrede halten. Wie gesagt, ich werde es dann einmal polieren, einmal alles beschichten und dann sehen wir uns später wieder.
da bin ich wieder beim M2 Clubsport. Ja, so schnell geht's. Zumindest für euch. Dann ist der Wagen fertig. Waren aber jetzt doch insgesamt wieder 3 Tage, die wir hier an dem Wagen gearbeitet haben. Zwar relativ entspannt, ne? Auch ganz klar, aber geht doch wieder einiges an Zeit drauf. Und ja, ich habe ja am Anfang gesagt, ich möchte euch noch ein paar Sonderfaktoren zeigen, die der Wagen hat im Vergleich zu den normalen M2-Modellen. Weil es einfach auch ein wirklich sehr seltenes Fahrzeug ist, weil der Clubsport ist, glaube ich, auf 2200 Stück limitiert. Und ja, erstmal könnt ihr euch jetzt mal das Hockenheim selber so geben, wie es aussieht. Also, hab's ja vorhin schon gesagt, Menzeller 3.8 poliert einstufig auf der Excenter. Dann kam jetzt das UNCR Pro Elite drauf, also unsere Top-Gummi-Beschichtung, auf alle Bauteile im Außenbereich, also auch auf die Carbon-Sachen, die ich euch gleich zeige. Und die Scheiben haben das UGC von Max Protect bekommen in 3 Schichten. Zu den anderen Sachen komme ich später dann noch. Also, los geht's hier einmal mit dem Carbon-Schwert, was auch nur der Clubsport serienmäßig hat. Sieht auch richtig gut aus, auch von der Qualität des Carbons. Echt richtig mega cool. Dann, was eigentlich so das Besonderste ist hier am Fahrzeug, man sieht es hier schon, die Haube ist komplett anders. Das ist eine Carbonhaube mit hier dieser schönen Luftrutze, wo auch eben die Carbonstruktur durchschimmert. Die Haube hatte vorhin, habe ich ja vorhin gesagt, ein paar Hologramme drin, aber nichts Wildes, haben wir auch wieder ohne Probleme geregelt bekommen. Also das ist auf jeden Fall auch noch eins der Alleinstellungsmerkmale des Clubsport. Dann genauso auch hier die Felgen. Sind wirklich für mich eine der schönsten Originalfelgen, die BMW im Sortiment hat. Also wirklich vom Design her voll mein Geschmack. Man sieht es auch hier. Michelin Cup 2 Reifen drauf. Hat auch jetzt hier die normale Bremse, die man beim Clubsport ordern kann. Es gibt auch noch die Carbonbremse. Ja, kostet glaube ich aber 8000 Euro. War es dem Kunden jetzt nicht wert, was ich auch verstehe, weil die Bremse, glaube ich, auch, denke ich, ausreichend ist. Und wenn man wirklich mal ein bisschen Rennstrecke will und sowas, muss man ein bisschen was in Belag, Stahlflex und so weiter investieren. Also von daher alles cool. Ja, was haben wir noch hier? Die schönen Echt-Carbon-Spiegelkappen, auch richtig geil, finde ich auch mega cool. Was haben wir noch? Natürlich hier die Abrisskante, unsere Deckspoiler in Carbon auch. Natürlich alles poliert mit dem Elite versiegelt, genauso wie hinten der Diffusor. Den haben wir auch poliert, versiegelt. Die Endrohre, also der Endschalldämpfer ist glaube ich sogar der gleiche. Wir haben nur ein anderes Design vom Endtopf. Also hier sind keine Endrohre draufgesteckt, sondern es sind einfach Edelstahlrohre. Die haben wir poliert. Und mit dem UNC V3 vom Max Protect versiegelt. Das ist genau für sowas gedacht. 2 Schichten. Auch mega cool. Versiegelt die Endrohre auch wirklich dauerhaft. Und ja, was haben wir noch an dem Fahrzeug im Außenbereich? Da muss ich ihn jetzt mal kurz runterlassen, damit ihr seht. Und zwar ist das hier auch das Carbon-Dach, was ich fast am ganzen hatte. Also wir haben jetzt hier auch als einziges Modell in der M2-Reihe ein echtes Carbon-Dach. Die Struktur ist ein bisschen anders wie beim restlichen. Bei den restlichen Carbon-Teilen haben wir so eine Art Schachbrettmuster. Finde ich aber auch mega cool. Und wie man sieht, glänzt das halt auch schon wieder richtig brutal. Also ich muss auch wieder sagen, das Elite knallt da wieder wirklich einen raus. Also das muss man einfach mal so sagen. Bei einem weißen Fahrzeug, also das ist schon krass. Naja, also ich sehe es dann nachher noch, ich mache noch ein paar Finishbilder natürlich nachher auch noch. Wollte nur noch zeigen, was der Wagen im Innenraum noch so zu bieten hat. Klar, hier die echt Carbon-Einlagen, die hat der Clubsport glaube ich auch. Alcantara-Lenkrad gibt es beim Competition glaube ich auch optional. Was wieder ein bisschen besonders ist, wir haben jetzt hier den M-Sitz. Aber hier mit den Aussparungen, das heißt, das ist der Sitz aus dem M4 Competition. Der normale M2 Competition hat den normalen M4 Sitz ohne diese Aussparungen. Ich finde den Sitz deutlich geiler. Warum? Weil der Sitz einmal das hochwertige Leder hat. Ja, das ist einfach das hochwertige Leder.
Und sieht einfach auch mega aus, finde ich, mit diesen Aussparungen. Top Ding. Ja, auch hier in der Mitte, Mittelarmkonsole, Alcantara bezogen. Wir haben hier vorne den Clubsport Schriftzug drauf, den CS-Schriftzug drauf. Ja, ein bisschen mehr Leistung hat er auch, der gute. Sind jetzt, glaube ich, bei 450 PS, was der jetzt hat. Und ja. Schon ein mega Ding, würde ich mal sagen. Ne? Also wirklich sau cool. Klar, wenn jetzt welche sagen, der Wagen kostet auch dementsprechend mehr, gebe ich euch auch recht. Der Wagen ist deutlich teurer wie der normale M2 Competition, also um einiges. Muss jeder selber für sich entscheiden, ob es einem wert ist, da den Aufpreis zu zahlen. Ich finde persönlich, wenn man das jetzt alles an der normalen M2 Competition hinbaut, also die ganzen Carbon-Teile und sowas, ist man da schon auch, glaube ich, in einer ähnlichen Preisregion, vielleicht nicht ganz. Aber man hat halt einfach diese Exklusivität, die es in der Clubsport hat. Zumal das Fahrzeug wirklich limitiert ist. Ja, also das wollte ich jetzt einfach nur mal kurz noch sagen, weil ich, ihr merkt es wahrscheinlich, ich den Wagen auch richtig feiere. Einfach ein richtig cooles Fahrzeug ist. Und ja, so wie jetzt da steht, optimal geschützt. Also mehr können wir nicht machen. Vielleicht zu den Felgen noch. Bei den Felgen haben wir eine Schicht UNC V2 aufgetragen, Keramik, genau wie auf die Bremssättel. Scheiben weiß ich gar nicht, ob ich es gesagt habe vorher. Drei Schichten MaxProtect UGC, Endrohre, Endtopf, UNC V3, auch zwei Schichten und Lack, wie gesagt, UNC Pro Elite, eine Schicht. Ja, das war's beim Clubsport. Also ihr seht, war jetzt wie gesagt zwar Neuwagen, aber auch auf jeden Fall super interessant für mich. Ich denke, ihr... Oder ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ihr fandet es genauso interessant wie ich, mal hier den Clubsport da zu haben, den mal genauer anzuschauen. Es gibt für euch jetzt noch ein paar Bilder. Ich hoffe, die Sonne kommt noch raus. Aktuell ist es gerade ein bisschen bewölkt, aber ich denke, ich bin zuversichtlich, dass wir im Laufe des Tages noch ein bisschen Sonne kriegen, weil da wird nämlich jetzt am Abend das abgeholt. Nächstes Projekt steht auch schon da. Ne? Tesla Model 3. Ganz andere Welt, aber auch nicht schlecht. Und ja. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr eine Frage habt, gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht auch eure Meinung zum M2 Clubsport. Wie findet ihr ihn? Gut, nicht gut, zu teuer, was auch immer. Schreibt es mal in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal hier aus der Clubs Factory. Ciao, Servus.